Ja, dann einmal herzlich willkommen zur ersten Session von Wolfries Fahrschule. Am Mic ist euer Wolle. Wie sollte es anders sein? Machen wir uns erstmal kurz mit dem Interface vertraut, wie ihr es demnächst sehen werdet. In der Mitte habt ihr euren Wagen, wie ihr ihn normalerweise auch in-game sehen werdet. Oben links, genau hier, haben wir den Reifen, damit ihr seht, welche Lenkbewegungen ich mache. Darunter habt ihr die Eco-Perspektive von der Stoßstange und oben rechts haben wir eine Übersicht der Map. So, damit haben wir dann das Gröbste geklärt. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal sofort los. So, der Start erfolgt rückwärts, also Bremse gedrückt halten, bis ihr unten aufkommt, zack, und hier gebt ihr jetzt sofort Gas. Dann springt ihr nach rechts rüber, ganz außen, um die nächste Kurve Full Speed nehmen zu können. So, hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht, den zeige ich euch sofort, nämlich hier. So, wer jetzt ganz genau hinschaut, der will eine fatale Spur erkennen, nämlich die schwarz unten am Rand, genau die hier. Das heißt für euch, ich bin in den Drift gekommen, das sollte euch bei dieser Kurve, wenn möglich, nicht passieren. Es kommt darauf an, wie hart ihr in den Drift reinkommt. Wenn es ein leichter ist, wie dieser hier, ihr seht ja, der Wagen driftet wirklich kaum, es ist eigentlich nur diese Gummispur, kostet aber trotzdem schon Zeit, dann ist es noch in Ordnung. Ein härterer Drift kostet hier verdammt viel Zeit, bis zu einer halben Sekunde. Ab geht's weiter. Die Kurve fahrt ihr einfach ziemlich eng zu Ende. Dann seht ihr den Wallride, der ist ein bisschen kritisch, ich zeige euch was. So, jetzt hat man genau gesehen, ganz kurz, man sieht es auch noch so ein bisschen, der Wallride ist ziemlich eng genommen. Das Problem ist, dass er ein bisschen höher sitzt als die Rampe, das heißt, ihr müsst euch richtig konzentrieren, den richtigen Punkt zu erwischen. Den müsst ihr dann ziemlich knapp zu Ende fahren und aufpassen, hier ist noch eine Kante, also das ist noch ein bisschen kritisch. Schön aufpassen bei dem Wallride, aber trotzdem ziemlich eng und zügig fahren. Zu dem Teil der Strecke gibt es nicht viel zu sagen, einfach geradeaus durchbrettern und hier kommt jetzt die nächste Problemzone. Beachtet jetzt mal genau die Schräglage, das seht ihr vor allem hier in der Ego-Perspektive. Und ja, das Problem ist, der Wagen hüpft hier ein wenig. Das ist normalerweise ein Nachteil, wenn danach sofort eine Kurve kommt. Haben wir hier aber nicht. Wir haben hier noch einen kleinen Geradeausweg. Und somit können wir diese Kuhle nutzen, um in einen kleinen, simplen Drift reinzukommen, indem wir, ihr seht es am Rad, sofort ganz nach links einschlagen. Der Wagen hebt ein wenig ab. Und dadurch kommt ihr sofort in den Drift rein, könnt durch die Kurve durchziehen und fahrt hier einfach weiter geradeaus. Dann kommt ein kleiner Sprung, passt auf die Drahtseil links und rechts auf und hier müsst ihr ganz, ganz eng fahren. Und hier haben wir die nächste Besonderheit für euch, wo ihr darauf achten solltet. Und zwar seht ihr hier in der Ego-Perspektive vor allen Dingen, wie knapp das ist mit dem Engine Cut-Off und mit den Beschleunigungsfallen rückwärts. Hier könnt ihr 2 Sekunden gut machen, ganze 2 Sekunden, indem ihr einfach nur schnell genug in die vorhergegangene Kurve kommt und diesen Engine Cut-Off einfach überspringt. Man sieht es hier, mir ist es ganz, ganz knapp gelungen und dadurch mache ich hier locker 2 Sekunden gut. Ja, zum Rest der Strecke gibt sich viel zu sagen, einfach geradeaus hier ein bisschen schräg fahren, damit ihr ein bisschen mehr Beschleunigung mitnehmt und dann einfach geradeaus durchs Ziel. Ja. Das war Wolfries erste Fahrsession auf Reborn von enginewars.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr fahrt jetzt ein wenig schneller. Und ja, bis zur nächsten Session. Euer Wolfries.